360 Football hier mit einem neuen Video. Heute zeigen wir 10 Übungen für Kinder für das Dribbling. Reden wir nicht zu lange drumherum und legen gleich los. Vorneweg möchten wir noch erwähnen, dass es ganz wichtig ist, dass man Kinder auch einfach spielen lässt. Kleine Matches auf dem roten Platz etc., dass sie das Ganze fürs Dribbling auch selber intuitiv entwickeln. Wir zeigen jetzt aber 10 Übungen und starten mit dem Fundament, mit der Basis Ballkontroll, Ballführungsübungen. Als erstes Ballhandling-Übungen. Hier gibt es ganz viele Varianten. Ich zeige mal die erste vor, hier mit der Innenseite und dann mit der Sohle nach außen ziehen und wieder nach innen bringen. Mit der Zeit könnte man hier auch das Ganze direkt machen, schneller werden und beispielsweise den Blick etwas vom Ball lösen. In der zweiten Übung beginnen wir auch wieder mit der Innenseite. Danach kommt ein Fake Pass. Wir gehen dann mit der Sohle zum Außenriss und dazwischen immer wieder die Innenseite. Das Ganze natürlich dann auch schneller oder dann sogar direkt nur noch den Fake Pass und das dann auch ohne Blick zum Ball. Und das ist Übung 2. Kommen wir nun zur dritten Übung. Hier ganz simpel, man spielt den Ball mit dem Vollspann nach vorne, holt den Ball wieder, dann wieder Pinguin, dann dasselbe Vollspann, holt man den Ball immer so. Wichtig, riskiert wirklich den Ball ein bisschen nach vorne zu spielen und dann wiederholen. Tack. Und auch hier dasselbe bei dieser Übung, probieren schneller zu machen oder auch direkt. Immer vorne, hinten, pap, pap, Risiko. Nach dem Ballhandling bieten sich Slalomübungen an mit Ball, um das Ganze etwas zu steigern. Starten wir mit der ersten Übung. Hier ganz einfach mit dem starken Fuß. Zwei Kontakte Innenseite, zwei Außenseite und so eigentlich durchgehen. Das Ganze wieder nach unten und das kann man mehrmals wiederholen oder dann auch noch mit dem schwachen Fuß machen. Hier haben wir beide Füße, Innenriss, Außenriss, wechseln den Fuß, Innenriss, Außenriss, wechseln den Fuß. Und dasselbe auch zurück. Außen, innen, außen, Innenseite, außen, Innenseite, wieder zurück. Kommen wir nun zur dritten Übung. Innenriss, Außenriss hatten wir schon. Jetzt gehen wir in die Sohle, das heißt ziehen, stoppen, ziehen, stoppen, ziehen, stoppen. Immer das und dann das gleiche wieder zurück. Oben ziehen, nach vorne stoppen, ziehen, vorne, bap und so weiter. Danach gehen wir etwas mehr in den freien Raum und machen Finten, die wir dann beim Dribbling effektiv brauchen können. Distanz ca. 10 Meter, dort kurz Pause, paar Sekunden, wenn es sein muss und dann wieder hoch. Die erste Übung machen wir so, Außenseite, Außenseite, Übersteiger, Außenseite, Außenseite, Übersteiger, um für diesen Skill ein bisschen ein Gefühl zu entwickeln. Dann hier ganz kurz Pause und dann wieder hoch, links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, rechts. Für die zweite Übung gehen wir auch wieder auf die Außenseite, 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 machen eine Finte, mit dem anderen Fuß dasselbe, Finte, Außenseite, Außenseite, Finte.
und dasselbe dann auch zurück. Kommen wir nun zur zweitletzten Übung. Nick hat den Übersteiger gemacht, Devin die Körpertäuschung. Ich mache hier außen, außen, dann über den Ball und wieder mit dem linken Fuß mitnehmen. Das heißt links, links, rechts drüber, rechts, rechts, links. Immer so. Probieren wirklich die Täuschung glaubhaft zu machen, dass man wirklich noch auf diese Seite geht. Auf diese Seite, genau. Nun zur letzten Übung, Übung 10. Hier haben wir beides kombiniert. Das heißt, hier starten wir, gehen wir zu den drei Hütchen, machen eine x-beliebige Finte, dann hier schnell wieder ins Slalom. Hier könnt ihr auch so schnell wie möglich dadurch, wieder eine Finte, oben wieder um das Hütchen und dann wieder zurück. Genau dasselbe, Finte, dann wieder Slalom, irgendeine Finte und Stopp. Das war's mit dem Video. 10 Übungen für Kids, für dich zu Hause nachzumachen. Sehr, sehr wichtig in diesem Alter, wichtig zu erwähnen. Einfach frei aufspielen, Freude zu haben, ist das Wichtigste im Ganzen. Okay? Wichtig, wenn du diese Übungen noch zusätzlich machst, hast du natürlich noch mehr Fortschritte. Wenn du noch mehr solche Übungen haben möchtest, dann unbedingt check unten in der Beschreibung ab. Wir haben da den Trainingsprogramm verlinkt von 360 Football. Wenn du da Interesse hast, unbedingt abchecken. Und in diesem Sinne sind wir auch fertig mit diesem Video. Unbedingt liken, subscriben, die Glocke aktivieren und vergiss nicht noch zu kommentieren. Und in diesem Sinne, bis bald. 360 Football. Let's go.